Hilfe! Hinweg, Schaum! Da! Auf ihn! Runter! Stirb, du Hund! Macht schon, bringen wir es schnell zu Ende! Anzurempeln. Wer gibt euch das Recht dazu? Was denkt ihr euch denn? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Oh nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Heilerdienste! Die Schäfchen des Herrn! Nur die beste Kleidung hier! Seide und feingewobenes Leinen! Tut mir nichts! Ich habe Bitte. Meistens offen, solltet ihr eure Meinung ändern. Verflucht, ich wurde beraubt. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Na, wo kann man suchen? Venedig wird niemals die feinen Taten des Assassinen tolerieren. Wir müssen die gesamten Satan gewinnen und ihm das Leben aufbrennen. Hört, hört! Auf Hinweise, die zur Ergreifung des Assassinen führen, ist eine ordentliche Belohnung ausgesendet worden. Gedient. Nur die Blätter, die mein Geschäft.
schön hier raus. Edle Preise für Edle. Und Preise auch. Seht euch an. Meisterwerk. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Kommt, kommt, seid. Ich tat, was ich konnte. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch ein Ort, liebe Leute. Buonasera. Die aus der Gegend der südlichen dalmatinischen Küste kommen, sollten sofort von einem Heiler untersucht werden, da es Berichte über einen Ausbruch der Pest dort gibt. Bitte besucht sofort einen Dottore, um das ganze Volk. Was macht ihr hier? Da ist er! Wir kriegen dich doch!
Dene, jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Huh?
doch.
Namen des Rates der Zehn verkünde ich, dass alle Bürger, die ihre Lagerkeller vergrößern wollen... Beehrt mich bald wieder. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in deinem Namen immer zu. Tyrannen sterben, Wachen fallen, der Mond scheint hell dazu. Du wirst mich Gott, was hast du? Sagt euch etwas. Das sollt ihr jetzt schnell heilen. Was haben wir denn da? Geld. Fantastische Metallarbeiten. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Bleibt zurück! Hilfe! Der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert, wurde mit dem B unterzeichnet. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Ah, Venedig. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt, die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedig. Lasst uns weitergehen. Da wären wir, San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Erinnert der Rat alle Bürger daran, keine... Kommt, kommt! Es gibt noch mehr zu sehen. Vorsicht, nicht träumen! Du hast den ganzen Weg von der Küste hierher gebracht. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Kommt und seht meine Handwerkskunst. Sicher ebenso gut wie alles, was ihr sonst findet. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand.
teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da werden wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta. Um eine Audienz bei Emilia zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Codex-Seiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Emilio Barbarigo, Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Ich fand diesen tollen Ort, den du entdecken kannst. Dort kannst du üben. Santa Maria. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. Ich bin bei dir, Junge. Pack sie von hinten! Mach ihn mürbe! Pazienza, ragazzi! Genau wie wir den Schuss erledigt haben.
Lass ihn von der Seite an! Beschäftigt ihn! Jetzt! Erledigt ihn! Erinnert euch an die Ausbildung, Männer! Der Kerl ist kein Tölpel. Denkt an euren Besen, flankiert ihn und haltet es einfach. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich kenne euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Vabene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Party! Noch etwas näher und ich schneide euch in Stücke. Schneller! Schneller! Mörder! Allein wäre ich besser dran. Gut, ihr Bastarde, wer will zuerst sterben? Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Euch wird auf eine andere Art sterben. Allein wäre ich besser dran. Schnell, sie kommen näher. Noch etwas näher und ich schneide euch die Stücke. Ich
seid ihr denn? Beeilt euch! Wäre ich besser dran. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorato Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben kein... Ohnmächtig. Aber nicht so. Das Glück bei dir heute, mein Freund. Stai attento, capo. Was macht ihr denn? Kommt her! Tretet nie. Ugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht. Ich übernehme die Wachen. Tötet sie, Ezio, schnell! Auf ihn! Die Puttana! Stopp sie!
Martin Ragazzi! Verdammt! Sofort runter hier! Runter! Sei es der! Laju! Er ist hier! Halt! Sie schießen auf uns! Todidiota! Beten kannst du später! Auf, Codemonio! Ich muss zu Antonio! Vorsicht! Lasst mich das machen! Geht und sucht Antonio! Jesus Hugo, tu, was er sagt! Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle! Hey! Hey! Aufwachen! Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca. Mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Benfatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch...
etwas ungeschlichen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. An mir vorbei. Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Keine Sorge. Da ist er. Wir fangen den Bastard. Thank you.
verlieren ihn! Schneller, verdammt! Wo ist dein Loch, kleine Maus? Der ist zu schnell! Haha! Lachu, auf ihn! Eckups! Hallo, Tempo, packt ihn! Fast den Bastard! Lustiger Affe ist. Oh nein! Bleib weg von mir! Nein, nein. Bitte! Nein, bleib weg von mir! Reise so niedrig, dass ihr euren. Verehrt mich bitte. Noch einer auf dem Weg zum Herrn. Mögest du deinen Frieden. Menschlicher Erderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Ihr seht schon stärker aus. Ich bin schon weg. Gut, hier lang. Achtet mich gar nicht. Sicher nur ein Mist. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. No, no! Verdienst ist deinem Opfer in den Tod zu folgen, elende Kreatur! Salute! Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen.
Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung.